Ja, wir fangen jetzt erstmal mit einer einfachen Aufgabe an. Ein Kapital von 200 Euro wird mit 3% verzinst. Das Problem ist, zu meiner Zeit, als ich noch jung war, waren das hier durchaus übliche Sparbuchzinsen. Heute ist das irgendwie utopisch, aber egal. So, und jetzt ist es die Frage, wie viel Zinsen bekommen wir? Fangen wir erstmal an mit 100 Euro. Also ein Kapital von 100 Euro wird mit 3 Euro pro 100 Euro verzinst. Wie viel bekomme ich? Also für 103? 100, nein, da ich habe 103. Wie viel Zinsen bekomme ich? Also, wenn ich 103 Euro dann habe, habe ich dann 3 Euro Zinsen gekriegt. Es geht nur um die Zinsen, nicht wie viel ich dann habe, es geht nur um die Zinsen. So, jetzt habe ich 200 Euro. Dann haben wir 6 Euro. Genau, also man bekommt 6 Euro Zinsen. Das ist die Idee. Und jetzt bekommen diese Werte, die hier an der Tafel stehen, bekommen einen Namen. Die 200 Euro, die bekommen den Namen Grundwert. So, und die 3 bekommt auch einen Namen, die heißt Prozentsatz. Den Grundwert kürzen wir öfter mit dem Großbuchstaben G ab. Den Prozentsatz kürzen wir ab mit klein p und da steht dann gerne so ein Prozent dahinter. P-Prozent. Bisschen eine schlechte Abkürzung, aber ich halte mich halt an das, was in den Büchern steht. So, und das hier, dieser Zins, der bekommt auch einen Namen, der heißt Prozentwert. Und der Prozentwert wird öfter mit Groß P abgekürzt. Also wir haben einen Grundwert, einen Prozentsatz und einen Prozentwert. So, und jetzt wollen wir diese 6 Euro, die wir jetzt intuitiv gerechnet haben, über einen Dreisatz rechnen. Also gegeben ist 200 Euro. Und wie viel Prozent entspricht 200 Euro? 6. Nee, das ist der Grundwert entspricht immer 100%. So, Grundwert entspricht immer 100%. So, was ist jetzt gesucht? Jetzt müssen wir uns überlegen, Dreisatz. Was ist gesucht? Ist ein Euro gesucht oder eine Prozentzahl gesucht? Euro. Dann müsste eigentlich der Euro drunter stehen. Also schreiben wir die 200 Euro drunter und reduzieren hier auf, wie haben wir das dann immer gemacht? Beim Dreisatz? 1%. So, wie komme ich von 100% auf 1%? Geteilt durch 100. Was muss ich jetzt hier machen? Wird das mehr oder weniger? Weniger. Also muss ich geteilt auch durch 100. 200 durch 100 ist? 2 Euro. Also 1% sind 2 Euro. Jetzt kriege ich 3% Zinsen. Wie geht das jetzt weiter? Mal 3. Dann habe ich? 3%. Und auch mal 3 und dann haben wir 6 Euro. Und dann kommt der Antwortsatz. 200 Euro mit 3% Verzinst ergibt 6 Euro und eigentlich pro Jahr Zinsen. So, der Grundwert entspricht wie viel Prozent? Haben wir vorhin gemacht. Der Grundwert entspricht 1% haben wir es gerechnet. Prozent pro 100, der Grundwert sind? 3. 100%. Ach so. Der Grundwert entspricht immer 100%, das bitte auswendig zu lernen. Der Prozent, wie geht es weiter? Wert? Wert entspricht dem Prozentsatz. Ja. Also das ist die Dreisatzgrundformel. Der Grundwert entspricht immer 100%. Der Prozentwert entspricht dem Prozentsatz. Und dann haben wir hier eine Aufgabe, da haben wir Grundwert 200 Euro, Prozentwert 40 Euro. Was ist gesucht bei der Aufgabe?
der Prozentsatz. Jawohl. So, also schreiben wir jetzt erstmal unsere Gleichung hin. 200 Euro entspricht 100%. Steht das Prozent drüber oder drunter? Ja. Warum nee, drüber? Drunter. Warum drunter? Weil wir die Prozent suchen. Sehr gut. 1%. Und jetzt müssen wir geteilt durch. Na, was müssen wir jetzt gehen? Geteilt durch 50. Wir können durch 50 teilen, das ist okay. Geteilt durch 50, was kommt dann raus? 40 Euro. Wenn ich 200 durch 50 teile, komme ich aber nicht auf 40, sondern auf? 4. Ja, aber man hätte auch nur durch 5 teilen können. Jetzt machen wir durch. Sollen wir durch 5 nur teilen? Ja. 200 geteilt durch 5 ist 40 Euro. Was muss ich dann hier unten machen? 20, aufgeteilt durch 5. Und da kommen dann 20% raus. 20%. Also müssen wir jetzt einen Antwortsatz formulieren. 20% entsprechend von 200 Euro. Entsprechend 40 Euro. Jawohl. So, jetzt ist der Grundwert 60 Meter. Der Prozentwert ist 2,4 Meter. Was ist hier gesucht? Der Prozentsatz. Jawohl, also P% ist gesucht. So, jetzt muss ich das hinschreiben. Was muss ich da hinschreiben? 60 Meter. Und steht das Prozentzeug drüber oder drunter? Und drunter steht? Drunter steht 100%. Also 60 Meter entspricht 100%. Und jetzt müssen wir das irgendwie auf 2,4 Meter kriegen. Ist, wie gesagt, muss man eventuell als Term dann darstellen. Also 2,40 Meter. Mhm, genau, das ist 2,40 Zentimeter. Oder man kann das dann auch in Zentimeter umwandeln. Okay. Sollen wir es umwandeln? Also das sind 6000 Zentimeter und das sind 240 Zentimeter. Gut, so, also nur zu wissen. Gut, was machen wir jetzt? Wir müssen gucken, wie oft die 200. Also eigentlich müssen wir hier gehen auf 1 Meter. Eigentlich müssen wir auf 1 Meter gehen. Dann müssen wir geteilt 60 rechnen. Ja, aber das Problem ist, dass wir das hier gar nicht rechnen können. Dann schreibe ich hier einfach hin, 100% geteilt durch 60%. Und ich rechne es einfach nicht aus. So, okay. Was muss ich jetzt hier machen? Mal 2,4. So, was kommt dann hier raus? 2,4 Meter. So, und was muss ich jetzt hier rechnen? Mal 100 mal? Mal 2,4 geteilt durch 60. So, jetzt rechnen wir mal 100 mal 2,4. Also das ist 100 mal 2 ist 200. Und dann 100 mal 0,4 ist dann 240. Also 100 mal 2,4 ist 240. Und das 200 geteilt durch 60, das wie oft geht das rein? 4-mal. So, und jetzt haben wir hier 4 und jetzt brauchen wir den Antwortsatz. 2,4 Meter sind entsprechend 4%. Meter von 60 Meter entsprechen 4%. Sehr gut. So, und wie gesagt, wenn man das nicht rechnen kann, dann schreibt man es einfach hin, wartet auf die Multiplikation, macht die Multiplikation zuerst und dann die Division. Jetzt haben wir eine Aufgabe, die heißt, der Grundwert ist 50 Gramm, der Prozentwert ist 30 Gramm. Grundwert ist 50 Gramm, der Prozentsatz ist 30 Prozent. Was ist gesucht? So,
Wie rechnen wir das jetzt? Wir schreiben die 30 Gramm. Das sind nirgends 30 Gramm, das sind 50 also Gramm. Also 50, und dann 50 Gramm. Wie viel Prozent entsprechen den 50 Gramm? 100 Prozent, dann schreiben wir drüber. Warum stehen die 100 Prozent drüber? Weil wir die ja schon angegeben haben und das andere suchen. Die Gramm suchen, genau. Also 100 Prozent entsprechen 50 Gramm. Dann rechnen wir, um auf die 30% zu kommen, erstmal geteilt durch 100, damit wir auf 1% kommen. Jawohl. Dann schreiben wir es hier zur Not hin. Entweder du kannst 50 durch 100 rechnen, oder wir schreiben es hin. Also schreiben wir 50 geteilt durch 100. Also ich glaube, es ist ja 0,2. Nö, das ist 0,5. Aber egal. Jetzt so, machen wir einfach 50 geteilt durch 100. Das mache ich als nächstes. Jetzt rechnen wir mal 30, damit wir auf die 30% kommen. Jawohl. So, was steht dann hier? 50 mal 30 geteilt durch 100. Jawohl. Und 50 mal 30 sind 1500. Jawohl, sehr gut. Und das geteilt durch 100 sind 15. Also kommt 15 raus. Und dann, so, und das ist jetzt welche Einheit? Gramm. Und jetzt Antwortsatz? 15 Gramm entspricht von 15 Gramm sind also entsprechend sind 30% von 50 Gramm. Jawohl, sehr gut. Ja, zum Schluss für heute machen wir den Grundwert von 6 Meter, Prozentsatz von 4%. Was ist dann gesucht? Der Prozentwert. So, was muss ich jetzt hinschreiben? Als erstes schreiben wir 6 Meter und darunter 4%. Weil die Prozente gesucht sind? Darüber. 100. 100 Prozent. Der Grundwert entspricht immer 100 Prozent. Und jetzt rechnen wir geteilt durch 100, damit wir auf die 1% kommen. Jawohl. So, und 6 geteilt durch 100, das rechnen wir nicht. Aber wir können 6 Meter umwandeln in 600 Zentimeter. Also steht da 600 Zentimeter durch 100. Was ist 600 Zentimeter durch 100? 6 Zentimeter. Also schreiben wir in 6 Zentimeter. Also 100% durch 100 sind? 1%. Also entsprechend 1% 6 Zentimeter. Und jetzt rechnen wir mal 4, damit wir auf die 4% kommen. Jawohl. Das obere sind 4% und das untere sind 24 cm. Da musste man eben umwandeln, sonst geht's nicht. Und jetzt der Antwortsatz. 4% entsprechend von 4% von 6 Meter entsprechen 24 cm. Sehr gut.